So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Wir begeben uns jetzt gleich wieder ins letzte DLC-Gebiet, nämlich nach Frozen Ileum-Lois. Und zwar in die verlassene Behausung, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nachdem uns da das nette Phantom invasiert hat und ich in Panik einfach zum Leuchtfeuer gerannt bin. Wir werden nachher noch die Gelegenheit kriegen, da oben uns fertig umzusehen. Keine Sorge. Wir gehen erstmal jetzt hier weiter. Hier kommen nämlich wieder Eisgolems, die von uns ein Stück abhaben wollen. Jo. Wie gut, dass ich drehen kann. Aber ich kann ihm auch gut ausweichen. So. Da kniet wieder so ein Kuttenmensch. Den können wir noch ignorieren. Den Golem, da sollten wir allerdings nicht ignorieren. Die sind nämlich doch ganz schön gefährlich. Nur zum Glück sind sie etwas langsam. Also was ihre Angriffe angeht. Die Jungs mit den Schwertern sind schlimmer. Vor allem, wenn sie Eisstacheln schießen. Ja, au. Genau. Und wenn ich richtig weiß, kann man die Golems nicht. Ja doch, man kann sie doch backstabben. Man kann sie backstabben. Aber ziemlich schwierig eben, wie man gemerkt hat. So, ein paar Leut-Talismane. Dr. Otto voraus ist ein Versuch zweihändig. Ja. Bringt uns leider noch nichts. Oh. Dich habe ich übersehen gehabt. Au. Nicht so höflich. Von dir. Ja, jetzt wissen sollen. Genau, mach den. Wow, dass er da noch mal gegenschleudert und wie ich dem ausweichen konnte. Eigentlich komme ich recht gut klar mit den Gegnern hier. Die sind nicht so schwierig wie die Gegner jetzt im Iron King zum Beispiel. Jedenfalls noch nicht. Es sollten halt nur nicht Massen von ihnen kommen. Hier war erstmal nichts. Ah, der Lancer. Oh, der hat mich schon gesehen. Ja, wenn man auf nicht zu engem Raum gegen sie kämpft, sind die Lancer noch harmloser als die im in Shulva, die Giftlancer. Öffnet sich nicht von dieser Seite, ja, Abkürzung. Schimmernder Lebensstein ist okay. Und hier dürften wir eigentlich gleich wieder an der Außenmauer sein. Hi, du da drüben. Ja. Wir sind an der Außenmauer. Also von da drüben sind wir gekommen. Und da geht es nachher hoch. Wir wollen aber erstmal gucken, dass wir den Lancer hier
loswerden, ohne seinen Kumpel anzulocken und ohne die drei Gegner da aufzuwecken, weil die können zwar nicht gefährlich sein, aber im Kampf gegen den Lancer hier ziemlich nervig sein. So, dass wir das nicht im Nacken haben, ruhig bleiben, weil hier kommen wir erstmal noch nicht rein. Verschlossen steht hier nämlich. Und wenn man da reinguckt, liegen da wieder solche Särge rum und es ist ein Leuchtfeuer hier. Und ein großes Loch in der Mauer, was man von hier eigentlich vom Startpunkt aus am besten sehen kann. So, der Lancer da oben hat uns bemerkt. Also holen wir ihn uns gleich mal. Au. Seht ihr, die können gefährlich werden, wenn man auf engen Raum gegen sie kämpft. So. Der ist ausgeschalten. Ich weiß gerade gar nicht, können wir das hier öffnen? Ja, können wir. Da drin ist nämlich der Schütze. Und ich glaube, da ist auch nur der Schütze hier im Augenblick. Ja, ich hätte mich nicht wegrollen sollen. Hätte ich mir die Schmerzen jetzt erspart. Und das hier sieht übrigens lustig aus. Ich bin eine Mimik. Und ich bin mitten in meiner Verwandlung eingefroren. Ja, Nachahmung voraus. Alle anderen Truhen müssten normale Truhen sein. Jo. Lassen wir die Mimik da mal stehen. Wir können eh nichts mit ihr anfangen, weil sie festgefroren ist. Und ja, das war der Schütze, der uns von hier aus beballert hat. Jo. Mit dir können wir auch noch nichts anfangen. Da drüben steht auch wieder ein Lancer, zu dem wir noch nicht hinkommen. Ja. Da lang gehe ich noch nicht. Das ist mir zu riskant gerade nämlich. Wir wollen müssen nämlich eigentlich erstmal da unten hin. Also die Richtung bringt uns gar nichts. Nein. Da geht's raus zu dem Lancer. Da ist eine eingefrorene Truhe, die uns noch nichts bringt. Da unten waren wir übrigens schon. Da sind wir das erste Mal nämlich auf die Frosthunde gestoßen. Wir müssen allerdings da runter zu dem Leuchtfeuer. Und ja, da lang gehe ich nicht, weil ich weiß, dass es da noch gefährlich für uns ist. Wir also ein paar kleine Problemchen haben könnten. Hi du. Hi du. Du bist ein Speerträger, der ziemlich böse ist, so. Ziemlich böse war. Und hier auf jeden Fall den Hebel ziehen. Hurra für Abkürzung? Ja, eigentlich nicht. Erinnert ihr euch vielleicht noch an diesen Fahrstuhl? Das war der Fahrstuhl aus der letzten Aufnahme-Season, der unten den Weg zu der Truhe blockiert hat, wo der Hebel auch abgebrochen war. Den habe ich jetzt hier hochgeholt und damit den Weg frei gemacht. Da steht ein Lancer. Da stand ein Lancer gleich. So, das war der Lancer.
Hier gibt es eine grüne Blüte zum Plündern. Und wir sind fast schon wieder am Ausgangspunkt. Da drüben ist nämlich der Eingang, wo wir rein sind. Hi, du. Ja, die sind nicht zum Backstabben, weil die eben... eben Eis auf dem Rücken haben, das sie beschützt. Und das hier wäre ein Weg, ja. Vorsicht vor Absprung. Also einen Weg wollen wir erstmal noch nicht gehen. Ich will erstmal noch mich hier oben fertig umschauen. Und mal hoffen einfach, dass er wegbleibt. Ach so, ja. Die können wir natürlich auch noch nicht sehen. Also tue ich mal so, als ob ich das gerade nicht gemacht habe. Hi, Jungs. Oh, oh. Gegenstand aufnehmen. Ein Menschenbild. Hm, praktisch. Wir haben ja ein paar verheizt. Ja, und da hoch kommen wir leider noch nicht. So, ein Menschenbild. Noch für uns. Oh, da ist noch ein Hund. Ja, und an den da kommen wir leider noch nicht dran. Seele eines Helden. Ja, da sind wir wieder gerade am Anfang. Da ist die Nebelwand, wo wir die Warnung gekriegt haben, dass Alva uns beobachtet. Und hey, du bist ja runtergesprungen. Ho, 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 ho. Ich hoffe, du hattest einen guten Flug. Mhm, die Leiter sehen wir noch nicht. Sie ist zwar da, aber wir sehen sie nicht. Illusion voraus, deshalb versucht oben. Da wir aber eh nochmal hier lang müssen. Spare ich mir das mal. Sondern gehe hier unten lang. Ja, Vorsicht vor Absprung, weil jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Jetzt sitzen wir in der Sackgasse fest. Wenn uns also irgendwas angreift, können wir nicht weit fliehen. Frau voraus, kurz gesagt. Ja, die mysteriöse Frau warnt uns mal wieder. Wichtig ist aber, dass wir jetzt hier oben hinkommen und den Gegenstand, der hier brennt, aufnehmen. Das Auge der Priesterin. Ist ein Schlüsselgegenstand und ein sehr wichtiger. Gewährt Blick auf das Unsichtbare. Das Auge der ersten Priesterin, die über Eleumlois wachte, gewährt den Blick auf das Unsichtbare. Alle großen Priesterinnen ersetzten damit eines ihrer Augen und gaben es nach Ablauf ihrer Wache zurück. Wow, klingt ein bisschen creepy. So, und damit sieht man schon... haben wir was aufgedeckt, nämlich ihn da drüben zum Beispiel. Und eigentlich nur ihn da drüben. Öffnet sich von der anderen Seite, ist auch gut.